Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, im letzten Part, also wir müssen immer noch, könnten immer noch mit dem sprechen, aber irgendwie endet das nicht, also ignoriere ich es einfach mal weiter. Wir sprechen mal mit diesem Levi Dryden. Ihr seid ein schwer zu findender Mann. Bin ich das? Wo sind nur meine Manieren? Mein Name ist Levi. Levi Dryden. Hat Duncan mich je erwähnt? Levi von den Münzen? Levi, der Händler? Ihr kennt Duncan? Oh ja, jahrelang. Er war mir ein Freund. Aber was plappere ich da, wo ihr doch eine Verderbnis aufhalten müsst? Ich will nicht eure Zeit vergeuden. Duncan hat versprochen, dass wir gemeinsam etwas ergründen würden, das für die Wächter durchaus wichtig ist. Und für mich auch. Der arme Duncan, ach, schweigen wir davon. Es ist eine Tragödie. Aber ich bin sicher, er würde wollen, dass seine Arbeit fortgesetzt wird. Sein Versprechen eingehalten. Woher kennt ihr Duncan? Der ist mir echt zwiespaltig. Das ist eine lange Geschichte. Erzähl dich, aber ich bin derjenige, der die grauen Wächter zurück nach Ferelden gebracht hat. Nun, ich war einer davon. Wir waren ziemlich viele. Beim Atem des Erbauers, ich bin ein wenig nervös. Ich empfinde es als Ehre, jetzt hier zu stehen. Nur zu, erzählt eure Geschichte. Nachdem König Marik uns von den Orlesianern befreit hatte, baten die grauen Wächter den König um Erlaubnis, nach Ferelden kommen zu dürfen. Das war irgendeine interne Angelegenheit. Ich und viele andere Sympathisanten der Wächter traten für euren Orden ein. Taryn Logan war strikt dagegen, Wächtern aus Orlais die Einreise zu gestatten. Aber Marik, Andraste segne ihn, war ein gerechter Monarch und er ließ sie herein. Weiter, ich bin ganz ohr. Deshalb war ich auch zugegen, als die Wächter und ihre Anführerin Genevieve vor den König traten. Die ersten Wächter in Ferelden nach über einem Jahrhundert. Es war der stolzeste Tag meines Lebens. Duncan war damals ein kleiner Spitzbube. Wir hatten dasselbe Alter und freundeten uns an. Der König selbst hat die Wächter bei ihrem geheimnisvollen Vorhaben begleitet. Nach seiner Rückkehr hob er König Arlens Erlass auf und die Wächter kehrten endgültig nach Ferelden zurück. Warte mal, wie alt ist denn dann Logan? Na gut, der hat schon eine Tochter im heiratsfähigen Alter. Ja, okay, der muss schon was alt sein. Aber wenn er da Probleme hatte und Duncan da noch recht jung war... Ich danke euch dafür, dass ihr Anteil daran hattet, die Wächter herzubringen. Oh, da flattert es gleich in meinem Bauch. Gern geschehen. Welches Versprechen hat Duncan euch gegeben? Meine Familie. Nun, da gibt es einige dunkle Flecken in der Vergangenheit. Der Adel blickt mit Abscheu auf uns herab. Meine Ur-Urgroßmutter Sophia Dryden war die letzte Kommandantin der Wächter von Ferelden. Damals, als die Wächter als Schmarotzer galten. Also verbannte König Arlend die Wächter und nahm dem Haus Dryden alle Ländereien und Titel ab. Sag mir einfach, was ich wissen muss. Duncan wollte die alte Basis der grauen Wächter, den Soldatengipfel, wieder in Besitz nehmen. Und vielleicht finden wir dabei Beweise, die die Ehre meiner Familie wiederherstellen. Seit der Verbannung der grauen Wächter war niemand mehr auf dem Soldatengipfel. Aber ich habe einen Weg gefunden. Man sagt, es würde dort spuken und es ist bestimmt gefährlich. Werdet ihr mir helfen? Der Glaube eurer Familie soll belohnt werden. Ich werde euch helfen. Wie soll der wieder in Besitznahme des Gipfels den Wächtern helfen? Das ist eine gute Frage. Dunkle Brut ist im Süden Fereldens aufgetaucht. Duncan war vollauf damit beschäftigt, neue Wächter zu rekrutieren und Treffen mit König Caelan abzuhalten. Duncan sagte, er würde mir nach der Schlacht von Ostagar behilflich sein. Er meinte, auf dem Gipfel befänden sich wahrscheinlich überaus hilfreiche Dinge. Aber er hatte keine Gelegenheit mehr dazu. Ja, ich habe leider gerade falsch gedrückt. Jetzt fahre ich das aber. Der Soldatengipfel hat sowohl strategische wie auch symbolische Bedeutung. Duncan sagte, das allein wäre die Mühe bereits wert. Außerdem hoffte er, Hinweise auf die verlorene Geschichte der Wächter zu finden... Und vielleicht auch ein paar alte Relikte. Niemand weiß, was jetzt dort oben ist. Na gut, der Glaube eurer Familie soll belohnt werden. Ich werde euch helfen. Seid tausendfach gesegnet, Wächter.
Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Wenn ihr angekommen seid, bahnen wir uns gemeinsam den Weg durch die Tunnel. Jo, das werden wir ja mal sehen, ob wir uns da wirklich gemeinsam den Weg durch die Tunnel bahnen. Wie ich das ja mal so kenne, bin ich höchstwahrscheinlich alleine. So, ich könnte jetzt mal mit den anderen sprechen, hab ich jetzt aber nicht so viel Lust. Hab ich gerade Schluck auf. Wir werden jetzt aufbrechen. Wen nehmen wir mit? Ja. Alistair, Morrigan und wieder. Gut, jetzt haben wir die Wahl. Wo wollen wir hingehen? Wir könnten in die Grenzbereiche des Brasilienwaldes. Wir könnten das Dorf Redcliffe besuchen. Ben Lawrence Ländereien. Vielleicht auch den Sulcha-Pass. Oder das Frostgipfelgebirge. Den Soldatengipfel, davon hat der Typ ja gerade geredet. Da will ich aber nicht unbedingt gerade hin. Wir könnten nach Denerim. Aber da ich Heimweh habe. Gehen wir zu den Grenzbereichen des Brasilienwald. Genau, so hieß der. Weil ich einfach Heimweh habe. Ich als kleiner Elf. Wieder zurück in die schönen Wälder. In der Limitation, Bruder. Ihr habt einen weiten Weg hinter euch. Ich heiße euch bei unserem Clan willkommen. Ihr reist in merkwürdiger Begleitung. Darf ich nach dem Grund eures Besuchs fragen? Ich bin im Namen der Grauen Wächter hier, Schwester. Im Namen der Grauen Wächter? Ihr habt euch ihnen angeschlossen? Wie ungewöhnlich! Entschuldigt meine Überraschung. Ich bringe euch sofort zum Hüter. Die werden auch, hier wird man auf jeden Fall besser aufgenommen, als wenn man hier als Zwerg auftaucht. Da wollten die mich umbringen. Wie ich sehe, haben wir einen Gast. Und noch dazu einen aus unserem eigenen Volk. Dieser hier stammt aus einem unserer Schwesterclans im Norden, Hüter. Aber er behauptet, im Namen der Grauen Wächter hier zu sein. Es ist ungewöhnlich, dass einer von uns sich ihnen angeschlossen hat. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist eine lange Geschichte. Eine sehr lange Geschichte. Ich hatte kaum eine Wahl. Oh, es fällt mir schwer, das zu glauben. Vielleicht könntet ihr mir eure Geschichte später einmal anvertrauen. Ja, werde ich. Ihr seid sicher wegen des Vertrags hier, den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen vielleicht nicht halten. Manuvenin, Hüter. Ja. Vielleicht sollten wir uns jetzt einander vorstellen. Ich bin Sethrian, Hüter und Haren dieses Clans. Und wer seid ihr? Der hat jetzt aber gerade überhaupt nicht das vorgelesen, was in den Untertiteln stand. Mein Name ist Prime. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Wenn ihr uns von der Verderbnis im Süden berichten wollt, so ist das unnötig. Ich spüre ihre Fäulnis bereits. Wenn wir reisen könnten, hätte ich den Clan schon längst nach Norden geführt. Aber wie ihr seht, ist es leider nicht möglich. Ja, ihr scheint eure eigenen Probleme zu haben. Was ist los? Belastet euch nicht mit unseren Problemen, auch wenn sie bedauerlicherweise Einfluss auf eure Mission haben können. Ihr seid sicher wegen des Vertrags hier, den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen vielleicht nicht halten. Das bedarf einer Erklärung. Bitte folgt. Jetzt hat er gerade das gesagt, was er vorhin gesagt hatte, wo er eigentlich wieder sagen müsste, dass es weggehen soll. Wie schön. Oh, guck mal, die ganzen armen Elfen, die in Blut verschmiert sind. Das sieht ja gut aus. Unser Clan hat den Brasilienwald vor einem Monat erreicht. Wir kommen immer hierher, wenn wir diesen Teil für Feraldens betreten. Wir sind immer auf der Hut vor den Gefahren des Waldes. Aber wir hatten nicht gedacht, dass die Werwölfe auf unsere Ankunft warten würden. Werwölfe? Sie haben uns überfallen. Und obwohl wir sie zurückschlagen konnten, wurde großer Schaden angerichtet. Viele unserer Krieger liegen im Sterben. Trotz all unserer Magie und Heilkünste müssen wir womöglich unsere Brüder und Schwestern erschlagen, damit sie sich nicht in Bestien verwandeln. Das Böse der Verderbnis muss aufgehalten werden. Aber wir können unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich bedauere das wirklich sehr. Gibt es keine Möglichkeit, eure Männer zu helfen? Nee, das ist langweilig. Ihr könnt doch bestimmt ein paar Krieger entbehren. Nicht genug, um euch eine Hilfe zu sein und uns gleichzeitig nicht völlig schutzlos zurückzulassen. In diesem Wald gibt es Werwölfe? In der Geschichte Feraldens gab es eine Zeit,
in der viele Wehrwesen durch das Land gezogen sind. Geister ergriffen Besitz von Tieren und verwandelten sie in grässliche Ungeheuer. Die Menschen führten Krieg gegen diese Kreaturen und vernichteten sie. Ihre Geschichten über diese Zeit sind zweifellos immer ungenauer geworden. Flemeth hat mir davon erzählt. Ganze Rudel besessener Wölfe, ähnlich den Abscheulichkeiten, sind durch das Land gezogen. Es ist lange vorüber, aber es war schrecklich. Nicht alle Wehrwesen sind aus diesem Land verschwunden. Und diejenigen, die den Brasilienwald heimsuchen, sind der Beweis dafür. Gibt es keine Möglichkeiten, euren Männern zu helfen? Die Infektion ist ein Fluch, der sich in ihrem Blut ausbreitet. Er führt zu großen Qualen und letztlich zum Tod oder zur Verwandlung in etwas Grauenhaftes. Das Einzige, was ihnen helfen könnte, müsste von der Quelle des Fluches selbst stammen. Und es wäre keine leichte Aufgabe, es zu erhalten. Ihr sprecht über einen Werwolf. Nein. Ich spreche über das Wesen, das diese Werwölfe geschaffen hat. Im Brasilienwald lebt ein großer Wolf. Wir nennen ihn Schattenreiser. Er ist der Ursprung des Fluchs. Und durch sein Blut wurde er übertragen. Wenn er getötet würde und ich sein Herz bekäme, könnte ich den Fluch vielleicht vernichten. Aber diese Aufgabe hat sich als zu gefährlich für uns herausgestellt. Okay. Ich habe vor einer Woche weitere Jäger in den Wald geschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich kann nicht noch mehr Clan-Angehörige riskieren. Habt ihr schon mal überlegt, andere um Hilfe zu bitten? Wen meint ihr? Die Kinder des Steins? Die Schemlin? Glaubt ihr wirklich, sie würden uns ihre Zeit opfern? Ihr sagtet, ihr könntet den Fluch vielleicht vernichten? Es gibt keine Garantie, dass es so funktioniert, wie ich es mir erhoffe. Aber es ist die einzige Hoffnung, die uns noch bleibt. Ich werde diesen Schattenreißer für euch finden. Ich muss euch warnen. Im Brasilienwald lauern noch mehr Wölfe. Ihr müsst wissen, dass er eine lange Geschichte voller Gräuel und Morde hat. Wo es so viel Tod gibt, wird der Schleier dünn, der das Geisterreich von unserer Welt trennt. Dann können die Geister sowohl von toten Dingen als auch von lebenden Wesen Besitz ergreifen. Aber wenn ihr uns doch helfen könnt, dann wünsche ich euch viel Glück. Ich brauche Ausrüstung. Dann sucht Meister Verathorn auf. Ich werde ihn anweisen, etwas Ausrüstung für euch beiseite zu legen, die auch die Jäger verwenden. Ich sollte gehen. Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. Okay, ich hätte noch ein bisschen ausfragen können, das habe ich aber jetzt mal gelassen, einfach weil ich... Wie bringen Sie die Dinger durch den Wald? Hüpfen die Bäume einfach aus dem Weg, oder was? Nein, das erkläre ich dir irgendwann mal anders. Nein. Ich hatte jetzt nicht noch weiter, weil ich hasse diese Parts, wo so viel gelabert wird. Da kann ich so wenig reden. Bitte lasst das sein. Wenn ihr Ausrüstung benötigt, kann euch Meister Verathorn bestimmt helfen. Tut mir leid. Oh, mal reden. Das ist am besten. Seraphian sagte, ich könne haben, was ich hier finde. Bitte lügt mich nicht an. Ich finde das äußerst unerfreulich. Verdammt. Olle Elfe. Ich hasse Elfen. Und dabei bin ich ein Elf. Ich bin ein Rassist. Nein. Ich hasse einfach nur meine eigenen Leute. Atras, hi. Anathera, Bruder. Es ist schön, einem anderen Mitglied der wandernden Clans zu begegnen. Wo ist euer Clan jetzt, wenn ich fragen darf? Ich weiß es nicht. Ich wurde vor einiger Zeit von ihm getrennt. Ich verstehe. Aber es freut mich, dass ihr euch einer so angesehenen Gruppe wie den Grauen Wächtern anschließen konntet. Soweit ich weiß, wollt ihr im Brasilienwald nach den Wölfen suchen. Ich würde euch gerne begleiten, aber Zethrian hat es mir verboten. Er hat es euch verboten? Es ist uns untersagt, jetzt den Wald zu betreten. Ich hätte mehr Anlass dazu als die meisten, aber ich werde mich meinem Hüter nicht widersetzen. Warum wollt ihr in den Wald? Es könnte vermutlich nicht schaden, es einem anderen Elf zu erzählen, aber ich nehme an, ihr habt größere Sorgen als meine Probleme, oder? Ich würde gerne davon erfahren. Nun ja, vielleicht könntet ihr mir ja helfen. Ich wüsste es zu schätzen, wenn ihr irgendetwas tun könntet. Meine Frau Danaila und ich haben bei dem Überfall gegen die Werwölfe gekämpft. Sie wurde so schwer verwundet, dass sich der Fluch rasend schnell in ihr ausbreitete.
Zethrian hat alles getan, um ihre Schmerzen zu lindern, aber er konnte kaum etwas bewirken. Und obwohl er behauptet, Denyla sei tot, lässt er mich ihren Leichnam nicht sehen. Langsam glaube ich, dass sie zu einem Werwolf geworden ist. Und dass er mich deshalb nicht zu ihr lassen will, damit ich mich nicht auf die Suche nach ihr mache. Wenn ich nur wüsste, ob Denyla noch lebt oder was mit ihr geschehen ist, dann könnte ich Frieden finden. Na gut, ich werde im Wald nach ihr suchen. Ich habe ein Amulett, das von unseren Handwerkern angefertigt wurde. Es ist nicht viel, aber ich würde es euch gerne im Tausch für jegliche Neuigkeiten überlassen. Danke, 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 danke. Dann wollen wir mal weiter. Da hinten ist noch wer, der mit uns sprechen will. Kämmen! Ach, das ist ein Typ? Ich dachte, das wäre eine Frau. Ihr seid der graue Wächter aus den Reihen der Dalish, in Darren Etishan. Freut mich. Woher wisst ihr, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer ihr seid. Oh, ich bin unhöflich. Ich sollte mich vorstellen. Ja, solltest du. Ich bin Kämmen, ein Lehrling der Jäger, aber ich wünschte, ich könnte ein richtiger Jäger werden. Warum wollt ihr das denn nicht werden können? Nee, warum solltet ihr das denn nicht werden können? Nee, das ist noch besser. Dann hört auf, es euch nur zu wünschen und werdet einfach einer. Vergesst es. Geht einfach weg und lasst mich allein. Okay. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Sagt mir, was euer Problem ist. Ich nehme an, es schadet nichts, es euch zu erzählen. Ihr kennt ja unsere Lebensweisen. Ich war zu lange ein Lehrling. Um ein echter Jäger zu werden, muss ich das Fell eines Tieres vorweisen können, das ich selbst erlegt habe. Von einem Wildschwein oder Wolf oder irgendetwas. Ich wollte im Wald auf die Jagd gehen, aber wegen des Angriffs dürfen wir ihn nicht betreten. Das eigentliche Problem ist aber Gaynor. Immer die Frauen. Ihr habt also Probleme mit einem Mädchen. Sie ist diejenige, nach der sich mein Herz verzehrt. Ich habe sie um ihre Hand gebeten, aber sie hat mich kaltherzig zurückgewiesen. Sie sagt, sie würde sich nicht mit einem Lehrling einlassen und nennt mich ein Kind. Aber ich bin kein Kind. Wäre ich ein Jäger, könnte ich es beweisen. Aber ich kann nicht auf die Jagd gehen. Gaynor wird sich nie mit mir einlassen. Ich fühle mich so machtlos. Ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Überlasst mich einfach meinem Kummer. Es muss einen Weg geben, euer Problem zu lösen. Ich bin ja immer so ein lieber Problemlöser, ne? Glaubt ihr, ich hätte noch nicht darüber nachgedacht? Es gibt nichts, was ich tun kann. Was wäre, wenn ich ein Fell für euch besorge? Nein, das könnte ich nicht. Ich muss das Tier selbst erlegen. Das ist mein Übergangsritual, um ein vollwertiger Jäger zu werden. Wollt ihr Gaynor heiraten oder nicht? Entscheidet euch. Ihr habt recht. Ich will Gaynor heiraten, bevor jemand anderes sie mir wegschnappt. Ihr würdet also ein Fell für mich besorgen? Warum solltet ihr das tun? Weil ich Lust dazu habe, brauche ich einen anderen Grund. Um euch beide vereint zu sehen natürlich. Weil ich eine angemessene Belohnung dafür erwarte. Ich könnte euch eine Belohnung anbieten. Ich habe ein Buch über unsere Geschichte. Der Hüter hat es in Gemeinsprache verfasst und meinem Vater vor dessen Tod gegeben. Ihr könntet es zumindest verkaufen. In den Ländern der Menschen müsste es einen gewissen Wert besitzen. Gut, dann mache ich es. Ich bin euch sehr dankbar. Ich bete zu Anjul, der Göttin der Jagd, dass ihr Erfolg habt. Gut, dann wollen wir mal diesen Part erstmal beenden. Im nächsten Part werden wir uns dann in den Wald wagen. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.